So, hobby die Erde, grüß euch Burschen und Mädels. Nach dem ganzen Eisbaden zuletzt, nach dem Fahren im Schnee, habe ich mir gedacht, ich mache dann einmal ein Video drüber, was ich jetzt zum Beispiel am Radl verändere und wie ich mich anziehe, wenn ich jetzt zum Beispiel im Schnee Radl fahren gehe. Deswegen haben wir jetzt ein kleines Erklärvideo. Ich habe auch investiert. Schauen wir mal, wie euch das gefällt. Ich habe jetzt hier ein schönes Mikrofon für einen guten Ton. Bei so Erklärvideos wird ein bisschen anders, wie ich es sonst gemacht habe. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt es uns bitte in die Kommentare rein, ob das irgendetwas bringt für euch, ob es nützlich ist, wenn ich das jetzt so aufziehe. Genug gelabert, ab geht ins Video. Im Winter immer am schlimmsten finde, man fliegt ständig auf die Fresse. Du kannst noch so gut aufpassen, irgendwann passiert es. Deswegen ziehe ich immer schon im Herbst am Vorderrad immer einen Reifen auf mit relativ viel Grip in einer ganz, ganz weichen Gummimischung. Ich habe da einen, der hat 42A, das ist glaube ich die Schorhärte, und damit habe ich einfach im Winter mehr Kontrolle und stürze weniger dann. Bleiben wir bei den Reifen. Was im Sommer total nervig ist, wenn der Reifen walkt. Im Winter ist es aber eigentlich schon wieder super, weil wenn der Reifen so weich ist, dann weiß man, okay, man hat wirklich die maximale Auflagefläche und damit den maximalen Grip. Ich habe teilweise vorne dann zwischen 1 und 1,4 Bar nur drin. Da es Downhill-Reifen sind, habe ich zum Glück mit Platten trotzdem keine Probleme. So, den Grip haben wir schon mal maximiert. Dann darf natürlich das Fahrwerk nicht fehlen. Das Wasser friert, die Finger und die Zehen schmerzen. So geht es leider dann auch dem Öl in euren Fahrwerksteilen. Es ist dann zäh und es ist dann dementsprechend langsam. Zum Beispiel federt dann der Federgabel viel, viel langsamer aus wie im Sommer. Also drehe ich die Zugstufe ein paar Klicks auf Minus, damit ich eine ähnliche Ausfedergeschwindigkeit dann trotzdem im Winter habe. Ich lasse es im Winter vielleicht noch ein Ticken langsamer, weil man da sowieso weniger schnell unterwegs ist, aber damit fühle ich mich dann auf jeden Fall wohl. Wenn man dann schon zufällig draußen steht und man am Fahrwerk rumschraubt, checkt doch einfach noch kurz den Sag bei eurem Bike. Bei Enduros fährt man ja auch gern zwischen 25 und 30% Sag. Das sollte normalerweise reichen. Wichtig ist, wenn ihr das Bike rausnehmt aus der Wohnung oder sowas, also irgendwas, wo es wärmer ist, und ihr fahrt dann damit draußen rum, dann habt ihr eigentlich das Thema, dass auch in der Luftkammer die Luft weniger warm ist und somit hat sie weniger Gegendruck in der Luftkammer. Klamotten, immer ein wichtiges Thema. Zieht euch nicht zu warm an. Eine lange Radhose, Knieschoner und eine kurze gepolsterte Hose drunter reichen völlig aus, zumindest für unten rum. Drüber ein kurzes, dann noch ein warmes, langes Funktionsshirt drüber, das reicht mir eigentlich. Ein Rückenprotektor drüber, ohne Rückenprotektor fahre ich nie. Dazu ein Trikot oder eine Jacke, vielleicht auch so eine Windjacke, Windstopper. Und schon geht's dahin. Nehmt nicht die Sommerhandschuhe her, das macht keinen Sinn. Ich empfehle winddichte Handrücken bei den Handschuhen. Aber schaut bitte drauf, wenn ihr solche Winterhandschuhe kauft, dass in der Handinnenfläche nicht so viel Polsterung ist, weil damit kann man überhaupt nicht fahren. Socken aus Wolle sind übrigens auch perfekt, halten warm und wenn sie mal nass wären, ist es auch noch okay, damit weiter zum Fahren. Unter dem Helm sollte man auf jeden Fall die Ohren irgendwie warm behalten. Ich habe hier so eine Bontragermütze mit so einem verlängerten Ohren, die ist total angenehm, ist so ein Windstoppermaterial und hält auf jeden Fall die Ohren warm. So, kommen wir zum wichtigsten Punkt eigentlich. Die Sicht. Ich habe das Problem, wenn ich kalten Wind auf die Augen bekomme, dann sehe ich immer nichts mehr. Meine Augen tränen, ich bin blind und fahre irgendwie gegen einen Baum. Und dann natürlich gepaart irgendwie mit Schnee und Wasserspritzer, angelaufene Gläser, da macht das Biken im Winter überhaupt keinen Bock. Ich bin da immer ein bisschen speziell, was die ganzen Sachen mit Brillen und so weiter anbelangt, weil ich nichts mehr hasse, wenn man nichts sieht. Bei Touren fahre ich zum Beispiel einfach die Oakley Jawbreaker. Ich habe da jetzt Gläser mit dabei, die schauen hell aus, dunkeln sich aber, wenn jetzt zum Beispiel doch die Sonne stark scheint, ein bisschen ab.
Ich habe mir erst gedacht, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, weil es zu langsam ist, aber es ist doch recht angenehm. Wenn es kälter als 5 Grad ist, habe ich dann immer meine Snowboard-Brille von Oakley auch am Start. Wohlgemerkt, ich werde nicht von Oakley gesponsert. Die hat ein Doppelglas und damit zieht es an den Augen überhaupt nicht und sie läuft auch nicht an. Also für mich im Winter perfekt. Montiert euch an eurer Gabel unbedingt irgendeine Art von Spritzschutz. Ohne Spritzschutz habt ihr sofort auf der Brille oder im Gesicht lauter kleine Punkte, Dreckspritzer, Schnee, Wasser, was weiß ich. Und mit so einem sehr, sehr günstigen Spritzschutz unter der Gabel kann man schon viel davon abhalten. Wenn ihr dann unterwegs wart und ihr kommt wieder heim, dann seid sicher, die Kette zum Beispiel ist da völlig nass. Wichtig ist natürlich immer, dass man die Kette vorm Wegfahren schmiert. Am besten mit einem Wet Loop. Aber wenn ihr zu Hause seid, stellt man das Rad gern ab und macht dann nichts mehr, dann rostet die Kette. Deswegen, ich nehme eine alte Socke, nehme die Kette mit der Socke in die Hand und mache ein paar Umdrehungen, dass sie wirklich trocken ist. Somit rostet die Kette nicht und ihr kommt eigentlich gut durch den Winter. Was auch ganz viel Sinn macht, keine Klicker zu fahren im Winter, denn durch das Rutschige muss man sehr, sehr oft den Fuß vom Pedal runternehmen, muss dann keine Zeit verschwenden mit Ausklicken und mit Flat Pedals ist man da einfach immer schneller dabei. Wenn ich auf eine Tour gehe, habe ich trotzdem im Winter, da es immer sehr schnell dunkel wird, mal eine Lampe dabei, einfach zur Sicherheit, wenn ich irgendwie einen Platten habe und ich brauche ein bisschen länger, dann habe ich zumindest ein bisschen noch Sicht beim Nachhauseradeln. Das war's soweit. Ich könnte natürlich irgendwie stundenlang drüber weitersprechen, was ich so noch für Kleinigkeiten am Fahrrad mache, aber ich möchte dieses Video auch nicht zur Elends in die Länge ziehen. Schreibt euch ihr auch mit runter, was ihr für tolle Tipps habt für den Winter, wie es ja so durchkommt. Keine Ahnung, irgendwelche spezielle wasserdichte Unterwäsche oder was weiß ich. Schreibt es einfach unter die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn euch das gefallen hat. In diesem Sinne, eine schöne Winterzeit und ich hoffe, der Frühling kommt bald. Also, servus.